Ja, moin meine liebe Leute, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de. Wir haben auf unserer Webseite Motorradtest.de den Statistikbereich aktualisiert. Hier unter Statistik, wenn ihr auf den Menüpunkt klickt, sind jetzt die Zahlen tatsächlich bis zum Zeitraum 2023 wieder aktuell. Das war jetzt eine Zeit lang nicht so, weil der IVM, von dem wir die Zahlen bekommen, da eine Datenumstellung hatte. Aber das haben wir jetzt angepasst und jetzt gibt es auch ein paar neue Funktionalitäten. Und die möchte ich euch in diesem ganz kurzen Video mal kurz vorstellen. Also wir fangen mal an mit den Möglichkeiten. Es gibt hier drei Auswahlfelder. Hier links, Hersteller ist hier voreingestellt. Könnt ihr den Typ der Statistik auswählen. Schauen wir uns gleich nochmal an, was es da alles Schönes gibt. Hier dann den Zeitraum. Die Daten gibt es von 2002. Da ging es los mit den Zahlen bis 2023 jetzt aktuell. Und hier rechts könnt ihr das Segment auswählen. Also Krafträder ist alles über 125 Kubik. Dann gibt es noch Kraftroller, Leichtkrafträder und Leichtkraftroller. Ich will jetzt mal Krafträder aus für den weiteren Fortgang dieses Videos. Ja, dann schauen wir uns mal die Hersteller an. Da kann man ganz schön sehen, Suzuki war im Jahre 2002 noch ganz weit vorne. Und ja, Marktteile kann man sich übrigens auch anzeigen lassen, wenn man möchte, jederzeit. Und ja, gut, mit Suzuki ging das dann leider im Laufe der Jahre, das kann man hier sehen, diese goldene Kurve, so ein bisschen bergab. Und BMW hat quasi den Platz 1 übernommen in den letzten Jahren, absolut dominierend in Deutschland. Es geht natürlich nur um Deutschland hier. Und ja, apropos Deutschland, man kann die Statistiken sich auch pro Bundesland separat anschauen. Und da kann man sehen, Bayern und Nordrhein-Westfalen sind hier ganz weit vorne, was die Zulassungsstatistiken angeht. Und unser liebes Bundesland Schleswig-Holstein ist da irgendwo unter ferner Liefen. Naja, gut, immerhin noch vor Berlin. Ja, Fahrzeuggruppen kann man sich hier auch nochmal separat anschauen. Das sind die vier, die wir eben schon gesehen haben. Und da kann man ganz gut sehen, dass die Krafträder gar nicht mehr so die dominierende Rolle spielen. Im Gegenteil, die 125er und auch die Roller sind stark, haben stark gewonnen an Marktanteilen und ja, sind wirklich sehr beliebt, natürlich vor allem bei jungen Leuten, weil die halt noch keinen großen Führerschein haben. Des Weiteren gibt es hier die Hubraumklassen, kann man sich angucken, und auch die Leistungsklassen, unterschiedliche PS-Klassen sind das, und das Marktsegment. Und diese Marktsegmenteinteilung kommt vom IVM, die kommt nicht von uns. Wir hatten das ein bisschen anders gemacht, aber egal, müssen wir so mit leben. Ja, Naked Bikes sind die beliebtesten Maschinen vor den Adventure Bikes, und dann kommt hier auch schon, was ist denn das? Enduro. Naja, die haben das halt ein bisschen anders einsortiert, als wir das machen, aber egal. Am interessantesten ist wahrscheinlich diese Statistik hier, nämlich die der Top-Modelle, und ich stelle das jetzt mal auf den aktuellen Zeitraum ein, also 2023. Und da kann man halt sehen, welche Maschinen gerade jetzt zum Beispiel im letzten Monat am häufigsten verkauft wurde. Ich gehe jetzt mal hier gleich auf den Juni. Absolut gesehen ist es natürlich immer noch die BMW R1250 GS, die da ganz vorne ist, aber da kann man ganz gut sehen, auf Platz 2 Kawasaki Z900, und Honda hat da wirklich aufgeholt, Transalp auf 4 und die Hornet auf, was sind das, auf 7 oder so. Die Hornet war schon mal auf Platz 3, meine ich. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich mal, im Mai war das. Ja, genau. Da sieht man die Hornet auf 3 und die Transalp auf 4. Und Honda hat tatsächlich BMW überholt, was den Marktanteil angeht, sprich die verkauften Maschinen. Wie gesagt, man kann sich das Ganze auch kumuliert anschauen. Und ja, ich denke, es lohnt sich hier mal vorbeizuschauen auf motorradtest.de. Schaut euch mal die Statistiken an. Da kann man wirklich stundenlang sich drin verlieren. Macht richtig Spaß. Alles schön animiert. Und ja, vielen Dank nochmal an Chris, unseren Programmierer in Berlin, der das Ganze gerade online gestellt hat. Das war's mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit grüßen wir euch, wünschen euch einen schönen Tag und sagen Tschüss, bis bald.